Neuer Tag. Neues Glück. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gold Rush the Game. So, ich habe alles aufgebaut. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ah, gesperrt für 3000, hä? Boah, ich weiß es nicht. Was bringt mir das? Warte mal, dann machen die das für mich. Aber was, Ach komm. Ich will das jetzt wissen. Ich will es wissen. So, wartend. Einer. Der will 122 Dollar, Arbeit 41%, Zeit 9 Minuten. Ja, stellen wir den mal an. So, jetzt haben wir den angestellt. In Rivertown, genau. Hockpen, Schüttkasten mit Anschluss für Wasserpumpe, genau. Zuweisen. Okay. Jetzt macht er da oben was oder wie? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Nee, der macht nichts, aber hä? Jetzt habe ich den Heinrich eingestellt, aber jetzt? Oh Mann. Waiting, genau. Habe ich. Gut, ich habe nur einen, ist ja wurscht. Ja, dann. Hä? Ah, guck mal, jetzt haben wir schon wieder 14 Unzen. Nimmst du es denn hier auch ab? Und die 0,14 Minuten. Passiert hier was oder wie? Check das ganz. Muss ich das Ding laufen lassen? Das passiert nicht ausmachen. Das ist dann normal. Benutzen. Ne, läuft auch so, aber ich check jetzt nicht ganz. Macht er das Ding jetzt leer hier? Oder. Boah Leute, das ist. Kann ich jetzt trotzdem noch mitschaufeln hier? Das ist ja irgendwie. Totalpanne, oder? Wir kriegen weiterhin Gold. Hier hinten noch, aber keine Ahnung. Da nimmt er doch wie auch immer. Also. Naja, wir schaufeln auch mal.
Und dann machen wir hier halt mit einem Eimer. Dann können wir natürlich schon wieder ein bisschen ausgewählen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir so ein Monster-Nugget hier dabei haben. Das ist ja cool. Es gibt auf jeden Fall noch zu viel für die Erde. Ich muss vielleicht kommen müssen. In die Mitte für das Schädchen. Bewegen. Wäre irgendwie aus sinnfrei, wenn der Arbeiter hier arbeitet. Und ich aber auch nochmal. Ich bin ja doppelt aus dem. Ich weiß nicht, wie das dann erstmal so ist. Wo der Schlupf vielleicht wieder da so rein kann. Also weggehen tut ja nichts von der Erde. Durch den Arbeiter. Die Matten haben wir alles schon davor, wenn man das Gold aber jetzt gut geschrieben hat. Ja. Mit Unterstützung. Und wenn der dann vielleicht auch besser wird, weil der hat ja nur 41%, das heißt, der findet ja nicht so viel. Die Maschine ist ja auch. Ich weiß nicht, wie trocken ist es. Also ineffizient. In dem Sinne, dass man halt schaufeln, wenn man kein großes Gerät machen kann. Ja, scheiße, das ist diese Mathematik. Ich bin voll gekauft, hab diese 1000 Dollar, die Firmen und so weiter. Jetzt hoffen wir mal, dass einfach hier der nette Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, der einfach uns auch nicht gut hilft.
und dass wir vielleicht für Glück haben. Und ich weiß nicht, ob ich ein Nugget finde. Das können wir mal unsere Hand. Goldplatte, die gerade im Keller fällt. Sollte es reichen. Das sind das für den anderen. Ja, gut, wir müssen mal gucken, ob das kommt. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, das ist noch größer da hinten. Das kann schon sein. Das ist tatsächlich da auch offen. Oh, weiter beobachten. Mal mehr können wir fast nicht nur zwei unten. Langsam, aber stetig macht das ja Arbeit. Cool. Aber die 3000 Dollar muss man natürlich erstmal wieder rein verdienen und dann ist es ein Geld auch noch. Das geht aber hilfreich. Ich weiß nicht, wenn man denn die mobile Waffenlage hat, man kann ihn ja mal dazu helfen. Ja, dann vielleicht. Vielleicht mehr Kohlen rauskriegt. So, ich habe die jetzt gleich. Wir laufen müssen hier. Ja, das tut. Ja, gut, dann war es das mit dem halb erfolgreichen und nee, es war ja erfolgreicher Umzug auf den neuen Claim. Bin beim alten ja aber noch lange nicht fertig. Wir müssen ja umziehen, dann muss ich ja die mobile Waffenlage leisten können. Haben wir so einen Mitarbeiter? Ja. Komm, geschaufelt. Ein Goldkugel da auch noch raus, aber ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube tatsächlich, dass das da auch noch weiter hinten. Würde ja auch Sinn machen. Ich könnte jetzt auch noch ein übelstes Mal finden. Fände ich jetzt toll, wenn ich das machen dürfte. So, mit diesen schönen Chip-Bildern möchte ich mich auch abgeben.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.